Hi, es gibt da so ein paar Fragen, die werden mir häufig gestellt und deswegen mache ich jetzt einfach mal eine Serie über häufig gestellte Fragen, also Frequently Asked Questions, FAQ. Die Frage, um die es heute geht, ist: Soll ich mich einer Loge anschließen oder einem Orden oder einer Bruderschaft oder sonst irgendwas in der Richtung? Meistens ist diese Frage dann verbunden mit der Absicht, etwas über Magie zu lernen. Das letzte Mal, als mir diese Frage gestellt wurde, wurde auf etwas hingewiesen, was ich, obwohl ich schon länger mit diesem Video, obwohl ich schon länger überlegt habe, dieses Video zu machen, ist mir das immer wieder entfallen, und zwar die Behauptung, die da häufig gemacht wird, dass man nur in diesen speziellen Logen und Gruppen und so weiter irgendwas lernen kann. Das ist natürlich eine tolldreiste Behauptung. Und man muss sich dann fragen, wenn es um dieses Thema Sukzessionslinien geht, also Linien von Schüler und Meister, die teilweise über Jahrhunderte zurückgehen sollen und immer im Untergrund stattgefunden haben. Man muss sich da immer die Frage stellen: Wie kann man denn überprüfen, dass es diese Traditionslinie tatsächlich so lange gegeben hat, wie es da behauptet wird? Außerdem ist die Frage wichtig: Wo hat derjenige, mit dem es angefangen hat, mit dem diese Sukzessionslinie angefangen hat, wo hat der seine Einweihung her? Ein brennender Busch? Also, diese Behauptung über die Sukzessionslinie ist meistens, ja, ein Versuch, sich abzusichern, ein Versuch, sich größer zu machen und vor allen Dingen andere kleiner zu machen. Dann gibt es den Punkt, dass man sich die Gruppen, bei denen man überlegt, ob man sich denen anschließen könnte, sollte, müsste, dass man sich diese Gruppen ganz genau anschauen soll. Muss. Denn, wie heißt es so schön, denn prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Meistens wollen solche Gruppen nämlich zumindest ab einem gewissen Punkt ihres Einweihungssystems tatsächlich eine ewige Bindung. Im OTO wird behauptet, dass schon mit dem ersten Grad eine ewige Bindung an irgendein thelemisches Prinzip erfolgt. In der Fraternita Saturni und allen Ablegern ist diese ewige Bindung ab dem 12. Grad, also dem ersten Meistergrad, ein Teil des Ganzen. Und in anderen Gruppen ist das halt dann auf diversen Ebenen, je nach Gruppe, unterschiedlich. Aber das Element gibt es eigentlich immer, das Element der ewigen Bindung. Es gibt ein paar Gruppen, die mir persönlich ein bisschen zwielichtig erscheinen. Speziell Gruppen, die öffentlich als Rosenkreuzergruppen auftreten. Womit ich auch darauf hinweise, dass es Gruppen gibt, die im inneren Kreis Rosenkreuzer sind, aber nach außen nicht als Rosenkreuzer auftreten. Eine der Grundregeln der Rosenkreuzer, soweit ich mich erinnere, wie war die Regel noch? Irgendwas von wegen: Wenn du dich in einem fremden Land aufhältst, dann kleide dich und verhalte dich nach den Sitten der Einwohner. Das bedeutet also: Tarne dich und trete nicht öffentlich als Rosenkreuzer auf. Daraus kann man ableiten, kann man, muss man nicht, dass Gruppen, die öffentlich als Rosenkreuzer auftreten, im inneren Kreis selten Rosenkreuzer sind. Und umgekehrt, es gibt Gruppen, die nicht öffentlich als Rosenkreuzer auftreten, aber im Inneren entdeckt man auf einmal, das sind ja Rosenkreuzer. Beispiele dafür, oder ich nehme mal nur ein Beispiel für eine Gruppe, die öffentlich als Rosenkreuzer auftritt, aber im innersten Kreis was anderes ist. Das ist der Amorg. Nennt sich alter mystischer Orden vom Rosenkreuz oder lateinisches Äquivalent davon. Und im innersten Kreis sind es Martinisten. Nun ist der Martinismus sicherlich seit dem späten 19. Jahrhundert mit dem Rosenkreuzertum verbunden gewesen.
Aber letzten Endes sind es Unterschiede. Das wird im Amok dadurch deutlich, dass die Rosenkreuzerschriften aus dem frühen 17. Jahrhundert im Amok keine so sonderlich große Rolle spielen. Dann als Gegenbeispiel fallen mir eine ganze Reihe von Freimaurer-Hochgradsystemen ein, wo es irgendwo Rosenkreuzergrade gibt und diese teilweise auch sehr wichtig genommen werden. Darüber, über diesen Rosenkreuzergraden, geht es dann anders weiter. Also da sieht man, da sind verschiedenste Systeme ineinander verschachtelt. Und wie gesagt, prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Ein wichtiger Aspekt ist, Logen hatten früher, vor 100 Jahren und länger, durchaus ihre Berechtigung für Leute, die an Okkultismus und Magie und so weiter interessiert waren. Denn damals war es, heute ist es teilweise immer noch so, aber damals war es extrem so, dass wer sich mit Magie beschäftigte und Okkultismus, Gefahr lief, sich selbst aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen, sobald das irgendwie bekannt wird. Das heißt, solche Leute, Leute, die derartige Interessen verfolgt haben, waren darauf angewiesen, wenn sie das in einer Gruppe tun wollten, wenn sie sich in einer Gruppe mit Magie beschäftigen wollten und von anderen Leuten lernen und sich mit anderen Leuten darüber unterhalten wollten, dass das Ganze in einem geschützten Rahmen abläuft. Logen hatten damals eine ganze Reihe von Vorteilen. Einerseits, wie eben gesagt, man kommt mit Gleichgesinnten in Kontakt und da ist ein Schutz garantiert. Durch die Eide, durch die Schweigegelübde und so weiter. Des Weiteren waren Logen meistens mit Bibliotheken ausgestattet, in denen seltene Bücher, verbotene Bücher und dadurch jede Menge Wissen über das ganze Zeug, mit dem man sich beschäftigen will, vorhanden waren. Drittens, wenn man als Logenmitglied in irgendeine andere Stadt kam, konnte man dort, wenn man wusste, da ist eine Loge aus meinem System, hingehen, sich vorstellen, die Passworte und Erkennungszeichen geben und dann wussten die Leute, alles klar, der gehört zu uns, dem helfen wir. Heutzutage ist diese Struktur nicht mehr wirklich nötig, denn wir haben das Internet. Im Internet findet man Bibliotheken, im Internet findet man Leute, in anderen Städten, in anderen Ländern und so weiter. YouTube ist in gewisser Weise ein Beweis dafür. Ihr findet hier Wissen, ihr findet hier Kontakt zu Leuten und ihr braucht keine Schwüre zu leisten und so weiter. Man kann sagen, das Internet ist eine Fortsetzung dessen, was mit den Logen begonnen hat, auch wenn das eine ziemlich einseitige Interpretation des Internets ist, sicherlich. Aber im Grunde ist es so. In Logen läuft heute was anderes, egal ob es Freimaurerlogen sind, die Logen der Fraternitas Saturni und so weiter. Und speziell bei der Fraternitas Saturni, nur als ein Beispiel von vielen, artet das ganze Logenwesen irgendwo in eine Form von mystisch untermauerter oder mystisch überhöhter Vereinsmeierei aus. Also, wer an Vereinsmeierei interessiert ist, hat eventuell in einem Taubenzüchterverein oder in einem Schützenverein oder so mehr Spaß als in irgendeiner Gruppe, wo die Leute dann auch noch mit irgendwelchen magischen Dingen rumspielen. Ihr merkt vielleicht, dass ich dem Thema Anschluss an eine Loge und so weiter so ein bisschen ablehnend, zumindest aber sehr kritisch gegenüberstehe. Ich will damit nicht sagen, dass diese Gruppen keine Existenzberechtigung mehr haben. Die haben sie sicherlich. Sie führen Traditionen fort und so weiter. Und wer an diesen Traditionen interessiert ist, nachdem er sich gut informiert hat, der tut gut daran, sich so einer Gruppe anzuschließen. Aber wer keine Ahnung von solchen Traditionen hat und sich auch nicht dafür interessiert, sich mal vorher zu informieren, was in den inneren Kreisen los ist, zugegebenermaßen ist der Blick in diese inneren Kreise
teilweise unmöglich, teilweise einfach nur sehr schwer, aber es ist in sehr vielen Fällen möglich. Also wer kein Interesse daran hat, sich darüber zu informieren, der ist im Grunde selber schuld, was ihm dann nachher passiert. Das ist aber ein Punkt von Eigenverantwortung, der den wenigsten Menschen Spaß macht. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten muss ich ein Nachfolgevideo machen. Und hoffe, ich habe ein paar Aspekte aufgeworfen, die Leuten, die sich mit dieser Frage beschäftigen, ob sie sich einer Loge anschließen sollen oder einem Orden oder einer Bruderschaft oder was auch immer. Aspekte aufgebracht, die diesen Leuten weiterhelfen. Zum Abschluss fällt mir dann noch was ein. Es gibt immer wieder Leute, die weisen dann direkt auf Freimaurerlogen hin und schreiben mir auch irgendwas von wegen, dass sie sich so einer Loge schon angeschlossen haben. In der Freimaurerei geht es nicht in erster Linie um das Erlernen und das Praktizieren von Magie. Die Freimaurerei, soweit ich es verstanden habe und soweit ich als Nicht-Freimaurer es mir erlauben darf, darüber zu urteilen. Die Hauptaufgabe der Freimaurerei ist es, die Mitglieder bei der Arbeit am rauen Stein, also bei der Selbstveredelung, bei der Verbesserung des eigenen Charakters zu unterstützen. Und es gibt ein paar Videos auf YouTube, speziell im englischen Bereich von YouTube, die durchaus Zeugnis geben davon, dass Freimaurerei, was diesen Aspekt der königlichen Kunst angeht, erfolgreich ist. Ich kenne natürlich auch Gegenbeispiele aus Deutschland, wo die mich dazu gebracht haben zu sagen, 50% der Maurer, die ich in Deutschland kennengelernt habe, sind Arschlöcher. Aber es sind nur 50%, das heißt, es gibt immer noch 50% Erfolgschance in der deutschen Maurerei. Hurra! So, also Freimaurerei, nicht gerade die beste Adresse, um was über Magie zu lernen. Da gibt es ein paar Hochgradsysteme, aber nicht alle, wo man tatsächlich was über Magie lernen kann. Auch da gilt, vorher hinschauen, worauf lasse ich mich ein. Nicht, dass man nachher, nach ein paar Jahren feststellt, ich habe einen Fehler gemacht. Dann hat man jede Menge Zeit und größtenteils auch Geld verschwendet. Ja, und man könnte sagen, Internet killed the Lodge Master. Also, Internet ist eine bessere Alternative zu den meisten Logensystemen, denn es ist da einfach einfacher, sich von den Leuten wieder zu lösen. Und man muss nur dem Provider Geld zahlen und nicht irgendwelchen Leuten, die einen ausbilden wollen. So, das war's jetzt wirklich. Alles Gute euch und bis bald.